Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich sehr, bei diesem sehr wichtigen Slam, dem Climate Slam, dabei zu sein, obwohl ich selber gar keine Klimaforschung mache. Ich bin Sportwissenschaftler und als solcher ist mir jetzt gewohnt, dass da erstmal große Fragezeichen kommen, was man da eigentlich so den ganzen Tag macht. Meine Eltern stellen sich das so vor, dass ich ganz wichtig auf Kongressen unterwegs bin und da quasi ganz wichtige wissenschaftliche Themen bespreche. Meine Freunde stellen sich das eher so vor, dass ich jeden Tag Sport treibe und sie haben recht. Ja. Ihr stellt euch das vielleicht eher so vor, dass man dann auf dem Platz ist, ja, so als Trainer und irgendwie mit der Trillerpfeife Übungen ansagt. Und mein Chef, ja, der denkt sich, der macht den ganzen Tag im Biergarten. Was ich selber an meiner Forschung super spannend und interessant finde, ist, dass ich eben auch mit ProfisportlerInnen zu tun habe, im Labor dann schaue, was passiert im Körper, um da quasi die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich tatsächlich? Ja, manchmal muss ich auch für irgendwelche Messungen Analogboxen verdrahten, das hätte ich damals auch nicht gedacht im Studium. Ich werde sehr oft gefragt, ob ich beim Umzug helfen kann, also das ist glaube ich auch so, wenn man Sport studiert, so ein typisches Ding. Aber ich bin auch in der Lehre tätig, also ich kümmere mich natürlich auch um die Studierenden, was mir sehr viel Spaß macht. Und für mich ist halt Science Lernen etwas, was ich so als Ausgleich mache. Und weil ich euch jetzt eigentlich schon alles Wichtige von mir erzählt habe, wird es heute eigentlich mehr um jemand anderes gehen. Aber ich versuche den Science Lernen auch immer noch mit meinem persönlichen Hobby, nämlich der Musik, zu verbinden. Und weil wir hier in Bonn sind, machen wir das natürlich auf eine ganz besondere Weise. Koordinativ, wenig anspruchsvoll, gelenkschonend und kann eigentlich in jedem Alter betrieben werden. Und damit ihr auch direkt die Brücke zum Klima habt, gibt es eine sehr schöne Erhebung von Green und Kollegen. Die konnten eben auch daran ausstellen, dass Radfahren wirklich für die Gesundheit, aber auch für die Umwelt eine sehr tolle Sache ist, was wir auf jeden Fall machen können. Ich habe meinen roten Stein schon dahin gelegt, dass ich im Alltag sehr, sehr gerne Fahrrad fahre. Man konnte sogar in China zeigen, dass die Mortalität von Frauen, die im Alltag vom Auto auf das Radfahren umsteigen, um 30-50% reduziert wird. Und in China würde man jetzt sagen, da wird man halt länger politisch verfolgt, wenn man da länger lebt, aber okay. Aber was auch ganz wichtig ist, es konnte auch ausgestellt werden, dass für eine bessere Mobilität auch die entsprechende Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, im Alltag Rad zu fahren. Es gibt natürlich sehr schöne Radwege, wie zum Beispiel hier in Bonn. Es gibt weniger schöne Radwege, da wo ich herkomme, aber es gibt auch keine fertigen Radwege. Also von daher gibt es da verschiedene. Und der Matteo, das ist eher so ein Stubenhocker, der traut sich das irgendwie nicht so zu. Und jetzt, wo der sieht, die Infrastruktur ist noch nicht so gegeben, der möchte das eigentlich lieber drin machen. Nicht zuletzt, weil er gehört hat, weil er ja selber gerne so zockt, dass man sogar beim Radfahren Level aufsteigen kann. Und deswegen habe ich ihm das einfach mal gezeigt. Ich habe ihm mal gezeigt, wie das aussieht. Das heißt, man sitzt da zu Hause auf einem Ergometer, der sich auch selber antreibt. Das ist kein zielsicher Strom. Das sieht man hier. Und die Raddaten werden dann so übertragen, dass man hier dieses Spiel spielen kann. Es geht also darum, die roten Taktoren zu meiden, die Sachen einzusammeln. Und wie der Martino da strampelt und diese Sachen mal ausprobiert und sieht, denkt er sich, geil. Ja, er hat richtig Bock. Dafür braucht er natürlich jetzt erstmal das richtige Outfit, das ist sowieso immer das Erste, ganz klar. Und jetzt will er natürlich wissen, wie kann er seine Fitness steigern, bevor er jetzt wirklich draußen auf Rad fahren will.
wie kriegt er sich möglichst schnell wieder fit? Da macht er natürlich das, was vielleicht viele jetzt gerade machen. Erstmal eine künstliche Intelligenz befragen. Und bei ChatGPT, bei Punkt 3, gibt es da einen Punkt, den er jetzt sehr, sehr spannend findet. Und zwar steht da, dass Intervalltraining eine sehr effektive Möglichkeit ist. Und damit er sich effektiv, wenig Arbeit, viel Outcome, das ist genau meine Philosophie. Und dieses intensive Training wird oft mit 4 Buchstaben abgekürzt, HIIT. Habt ihr eine Ahnung, wofür diese Buchstaben stehen? High-Intensity Interval Training, denken viele, ja, aber es gibt ja auch einschlägige Fachliteratur, habe ich mir nicht ausgedacht, die haben eine alternative Formulierung davon. Ja, das ist hochintensives Intimtraining, publiziert von Joe Dix, ja, sehr passend. Und daran möchte ich euch jetzt mal kurz darlegen, wie überhaupt Intervalltraining funktioniert. Also es gibt da verschiedene Übungen für unterschiedliche Körperpartien, also für Bauch, Beine, Po, Rücken, Arme, aber auch Cardio. Und um Cardio, das heißt Kreislauftraining, soll es jetzt ja in Folge gehen. Deswegen schlagen wir einfach mal die entsprechende Seite auf. Hier ist eine Übung, die man hier sehr schön sieht. Und es werden auch die Belastungsnormative direkt dargestellt. Und daran möchte ich das gerne festmachen. Das heißt, im Intervalltraining hat man es immer mit einem Wechsel aus B- und Entlastungsphasen zu tun. Und die sind oft im Verhältnis 2:1. Das heißt, man hat 2 Teile Belastung und dann noch die entsprechende Pausenzeit. Und wenn ihr jetzt denkt, das sieht irgendwie nicht so aus, da kriege ich schon Rückenschmerzen beim Zugucken, keine Sorge, auf der nächsten Seite findet sich die rückenschonende Alternative. So, jetzt wisst ihr schon mal, Intervalltraining, da geht es gut zur Sache. Und es hat mit B- und Entlastungsphasen zu tun. Und wenn wir in der Literatur uns mal mit hochintensiven Intervalltraining beschäftigen, dann finden sich da Dutzende Metastudien. Das sind Studien, die andere Studien zusammenfassen und schauen, was gibt es da und was gibt es für ältere, jüngere Herzpatientinnen, Athletinnen und Querschnittsgelähmte, also für alle. Und wenn man sich da jetzt das Ganze mal anschaut, da haben sich auch manche gedacht, okay, wir fassen jetzt einfach mal diese ganzen Metastudien zusammen. Also wir machen quasi so eine Meta-Meta-Studie, also ein bisschen wie bei Inception. Das nennt man dann Umbrella Review. Ja, also wenn man quasi keine selber Daten erheben will, dann macht man das. Und aus diesem Studiengang ging immer hervor, dass hochintensives Intervalltraining super effektiv ist und für alle eigentlich eine sichere Methode darstellt. Davon weiß der Matteo leider immer noch nicht, was er jetzt genau machen kann, weil was muss er jetzt genau einstellen? Ja, er weiß jetzt, wo Intervalltraining wirkt und weiß jetzt noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Und aus dem Grund komme ich jetzt quasi ins Spiel. Für den Effekt. Ja, da komme ich jetzt ins Spiel. Haben wir noch eine Verbindung? Genau, da komme ich dann ins Spiel, weil er wollte von mir jetzt natürlich wissen, was ist das effektivste Training, was soll ich machen. Und in diesem Sinne haben wir dann Folgendes gemacht: Wir haben nochmal ein Review gemacht und wollten rausfinden, was ist quasi das effektivste Intervalltraining im Radfahren. Und das läuft dann im Grunde so, dass man erstmal sehr, sehr viele Studien sammelt, ja, in so verschiedenen Datenbanken. Wir hatten über 600 Studien gefunden und dann sitzt man ganz lange am Schreibtisch und überlegt, welche Studien können wir einschließen. Dann muss man sehr, sehr viel aussortieren. Und in unserem Fall von den 600 Studien, die wir hatten, sind tatsächlich nur über 40 Studien übrig geblieben. Die muss man sich dann alle durchlesen und dann zusammenfassen und schauen, ob da die ganzen Standards quasi gegeben sind. Und ein weiteres Problem, was sich dann ergibt, ist, dass wenn man das alles gemacht hat und denkt so, boah, kann es jetzt endlich mal zu Ende sein, dann geht es in der Wissenschaft ja erst richtig los. Das heißt, dann ist man erst dabei, das Ganze zusammenzutragen und an ein Journal zu schicken. Das heißt, das kriegen dann andere Leute aus dem Wissenschaftsgebiet und schreiben dann quasi genau, was sie da machen wollen oder was wir noch mal abändern wollen. Und in dem Kontext wurde uns dann gesagt, so, ja, das hat jetzt alles ein bisschen gedauert, könnt ihr das nicht einfach nochmal machen? Und das müsst ihr euch dann vorstellen, wie bei Monopoly, ja, also geht zurück auf Los, ja, zielt keine 4000 D-Mark ein. Und insofern müssen wir das nochmal updaten. Ich kann euch aber in der Zwischenzeit schon mal ein paar Dinge erzählen von dem, was wir wissen. Ihr guckt einfach, dass wir wieder eine Verbindung mit dem Video kriegen. Ich versuche es so gut wie es geht zu überbrücken. Was wir über Intervalltraining wissen, ist, dass es darauf ankommt,
in einem intensiven Herzfrequenzbereich zu sein. Das heißt, man teilt das dann so ein, man versucht den Herzfrequenzbereich so zu wählen, dass man überall von 90% der maximalen Herzfrequenz kommt. Also es gibt dann so einen ekligen Bereich, also da, wo ihr denkt, so, oh, das fühlt sich jetzt eklig an. Genau das ist der richtige Bereich, wo Intervalltraining stattfinden sollte. Perfekt, dankeschön. Ein Applaus vielleicht für Sie. Okay, also hier seht ihr diesen ekligen Bereich, der ist jetzt hier blau dargestellt. Man kann dann noch unterscheiden zwischen eklig und richtig eklig. Und was man dann machen kann, ist, dass man mit dem Intervalltraining schaut, in welchem, also wie lange bin ich quasi in diesem Bereich gewesen. Und da kann man jetzt verschiedene Intervalltrainings miteinander vergleichen. Dann sehe ich zum Beispiel hier diese grauen Linien, da ist schon viel Zeit. Und die schwarzen Linien, ja, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer reingucken. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass gerade dieses schwarze Protokoll, wo man so mehrere kleine Intervalle noch in den Intervallen drin hat, dass das besonders viel Zeit in dem sehr ekligen Bereich hat. So, Matteo denkt sich jetzt erstmal, das ist gut, das sollte er vielleicht machen, weil die Literatur bisher davon ausgegangen ist, dass das dann auch besonders effektiv ist. Und jetzt kommen wir ins Spiel und sind die Spielverderber, weil es bisher für diese Sachen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, keine guten Längsschnittstudien gibt. Und schon gar nicht Studien, die ein sogenanntes Crossover-Design haben. Das heißt, dass jeder beide Protokolle mal gemacht hat. Das findet in der Literatur bisher leider wenig statt. Was wir auch gefunden haben, ist, dass es Probleme gibt in der Vergleichbarkeit. Das heißt, es werden manchmal Intervalltrainings miteinander verglichen, die man so gar nicht miteinander vergleichen kann, weil ihr seht, dass die Gesamtdauer hier sehr unterschiedlich ist. Und wenn ich dann Unterschiede finde, kann ich nicht das auf das Protokoll genau herunterbrechen. Das heißt, wir haben eigentlich nur festgestellt, wie es nicht geht. Und genauso funktioniert Wissenschaft ganz oft. Für Matteo, der jetzt nicht aus der Wissenschaft kommt, ist klar, das ist jetzt hier keine Hitparade, sondern eher Hit Happens. Tut mir selber ein bisschen weh, aber gibst du jetzt durch. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir aus diesen Erkenntnissen mitnehmen, was kann Matteo mitnehmen für sein Training? Und das Erste ist erstmal, dass Radfahren uns gut tut. Ja? Und das in verschiedener Weise, jeder an sich angepasst, aber Radfahren ist auf jeden Fall ein effektives Tool, was wir haben, um zum einen unsere Gesundheit zu fördern, aber auch zum Beispiel um CO2 zu sparen, ja, um uns fit zu halten. Und das, da möchte ich euch auf jeden Fall zu Anreize geben, das vielleicht mehr auszuprobieren. Dann kann ich auf jeden Fall sagen, HIIT ist für alle da. Das heißt, jeder von uns kann das ausprobieren. Eventuell macht es Sinn, vorher nochmal einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Aber es ist ziemlich sicher, dass das eure Fitness boostet. Also wenn ihr jetzt sagt, so, boah, auf dem Weg zur Arbeit müsste ich so viele Höhenmeter machen, weil ich aus dem Siebengebirge bis zur Uni fahren muss. Na, da kann HIIT-Training helfen, dass ihr schnell eure Fitness verbessert und dann auch dahin fahren. Ja, ansonsten möchte ich euch noch mitgeben, beobachtet mal euren Puls, weil ihr werdet ganz viel im Fitnessstudio mal sehen, ja, jetzt gibt's HIIT und das ist super gut oder auf YouTube irgendwelche Workouts. Guckt euch wirklich an, was macht genau euer Puls und dann könnt ihr wirklich sehen, ist das wirklich HIIT oder eben nicht. Und wer es jetzt gar nicht abwarten kann, auf die nächste HIIT-Einheit sich jetzt wirklich vorzubereiten, da vielleicht nur der Tipp, macht's mit und gebt HIIT eine Chance. Und wenn ihr jetzt quasi noch mehr über die ganzen Sachen wissen wollt, dann kann ich euch meinen Podcast ans Herz legen. Ich habe in der Corona-Zeit ein Stück weit so das Video-Audio-Equipment für mich entdeckt. Und ihr findet unter diesem QR-Code den Podcast Exercise Inside Out. Das ist ein Videopodcast. Da geht es dann um verschiedene Themen. Ich habe zum Beispiel mit Jan Frieder über das Thema Chronobiologie gesprochen. Wann sollte ich Sport treiben? Dann hatte ich auch eine ganz tolle Wissenschaftlerin aus Kanada mal zu Gast, Stephanie, die jetzt auch bald wieder in Deutschland ist. Da ging es um Schwangerschaft und Bewegung. Ich habe mich auch mal mit einem Kollegen über Hypertrophie-Training unterhalten. Also da findet ihr verschiedene Dinge. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir können auch gerne noch ein paar Fragen klären. So zwei, drei. Und danke, dass ich hier sein durfte. Noch irgendwelche Fragen zum Thema Sport, irgendwas, was euch jetzt brennend interessiert? Weil das ist ja live, das ist jetzt kein Fernsehen, also ich kann auf euch reagieren. Ja, was? Kann man HIIT mit Laufen kombinieren, also joggen gehen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also
wie ich das jetzt gestalte, ob ich jetzt Rad fahre, laufe oder so, kann ich super verbinden. Ich würde sagen, wenn du jetzt so zwei, dreimal die Woche laufen gehst, dass du zum Beispiel vielleicht eine Einheit davon mal intensiv gestaltet und den Rest aber eher locker. Also jetzt nicht nur noch HIIT machen. Ja, also man weiß so, man schafft vielleicht so ein, zwei Einheiten in der Woche langfristig, aber mehr nicht. Deswegen, genau. Aber im Laufen mache ich das selber sehr gerne und da gibt es ganz große Bandbreite, was man noch machen kann. Noch ein Beispiel geben? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, übermorgen das nächste Mal laufen gehe, was ja. Mache ich dann? Also, hast du schon mal Intervalltraining gemacht oder eher nicht? Im Fitnessstudio. Okay. Aber ob das jetzt Intervalltraining war, ist mir wahrscheinlich ein bisschen sicher. Also, ich würde sagen, wenn man jetzt noch nicht so viel Intervalltrainingserfahrung hat, aber ich sag mal 30, 40 Minuten am Stück laufen kann, dann würde ich sagen, mach für den Einstieg so Minutenintervalle sind, also eine Minute zügig, eine Minute locker. Eine Minute zügig, eine Minute locker und davon vielleicht am Anfang 5 und dann kann man das so bis 10, 15 vielleicht steigern und dann kann man vielleicht mal sagen, 2 Minuten Belastung, 1 Minute Pause und dann gibt man vielleicht auch mal 4 Minuten Belastung, 2 Minuten Pause. So. Aber ich denke, so Minutenintervalle machen am Anfang am meisten Sinn. Ja? Deswegen sagt man, soll seinen Puls beobachten. Bei mir ist es so, ich kann ehrlich gesagt überhaupt nicht laufen. Also so, okay, ich kann normal gehen, aber ja, was ich sehr gerne mache, ist Schwimmen, aber beim Schwimmen gehen kann man ja jetzt schlecht irgendwie ein Pulsmesser dabei haben. Also theoretisch gibt es die, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist super uncool und man outet sich als absoluter Nichtschwimmer, wenn man mit dem Pulsgurt zum Schwimmen geht. Total richtig. Schwimmen ist ein super Intervalltraining und da gebe ich dir recht, es ist super schwierig, das zu machen. Es gibt zwar ein paar Uhren, die das am Handgelenk machen, aber die werden zwar besser, daran könnte man es abschätzen. Da würde ich, glaube ich, auch eher nach subjektivem Empfinden gehen, dass man einfach guckt, so wie intensiv fühlt sich das an. Also nicht dann sagen, wenn es nicht, die Herzfrequenz nicht gemonitort wird, dann kein HIIT-Training, sondern dann würde ich es trotzdem machen, aber es ist schwieriger aufzunehmen. Ansonsten bin ich gleich noch kurz da, also wenn euch jetzt später noch was einfällt, dann sprecht mich einfach an, immer gerne und ja, geht's weiter zu den nächsten Slams.